Ja, grüß euch, gut. Madl und Burm, hier ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. Ihr seht, ich bin im Auto. Und warum bin ich im Auto? Und warum schaut meine kleine Tochter da hinten so frech vor? Weil wir auf dem Weg nach Fulda sind. Deutsche Grillmeisterschaft ist angesagt. Und wir sind zwar nicht als Team mit Burning War mal dabei, sondern quasi sind wir privat, oder? Privat sagt die Frau, wir sind quasi privat. Also ich werde morgen ein bisschen, nee, übermorgen am Brollkingstand, schaut sie ja mit dem Tunnel, am Brollkingstand rumgrillen, also nicht rumgrillen, sondern herumgrillen. Und ansonsten machen wir Party und vielleicht treffen wir möglichst viel von den Zuschauern. Und jetzt bin ich stopplau wieder. Ja gut, also wie auch immer, ich nehme euch mit, kleines Roadmovie und wünsche euch viel Spaß dabei. Was soll ich machen? Aus? Morgens Heavy Time. Mein lebendes Stativ. Soll ich noch weiter aus? Ja, fahr mal weiter aus. Fahr mal noch weiter. Wir machen jetzt eine totale Schuh darüber. Oh, jetzt. Bam! Sollen wir so. Also, ich trinke hier Tee mit den Jungs. Mit dem Klaus und mit dem Daniel? Das ist richtig. Der tut nur so komisch babbeln. Komisch reden. Eben. Lass sie mal erzählen, deabonniert die Sizzle Brothers. Das ist natürlich wichtig. Aber einen sollen sie nur abonnieren, oder? Den da hinten. Rolf, sag mal Hallo, Rolf. Hallo, Rolf. Sehr gut. Ja, und die frei gewordenen Abos von den Sizzle Brothers schicken wir direkt zu Westmünster an Barbecue. Das machen wir. Das ist so. Am besten, du verlinkst beide Kanäle, dass auch kein Zuschauer irgendwie... Ich mache das so, dass wenn die bei Sizzles draufklicken, gleich automatisch die abonniert haben und das per Batch rübergezogen wird. Ja, das ist perfekt. Du bist total dafür. Darknet oder was? Ja, ja. Schöne Menschen. Abtausche verkauft? Das ist der Dirty Harry, gell? Der ist gar nicht so trickert. Der ist relativ sauber. Ich hab gesagt, das ist der Dirty Harry, aber der ist eigentlich relativ sauber. Der hat sich gerade duscht. Peter! Rauch. Nee? Hast du nicht erwischt? Ja, grüß dich. Schaut sie bei den anderen. Ja, sauber. Lest einmal. André. Ja, das ist der André, richtig? Das ist der André. Oh, sind wir jetzt auf YouTube oder was? Jetzt noch nicht. Noch nicht? Ah, oh, da kommen wir auch rein. Ich schneide raus. YouTube ist total, es ist nicht gestellt, es ist total. Prost. Wir trinken hier stilecht, bis auf wenige Ausnahmen. Augustiner aus dem Holzfass, bei dir zugerassen. Auf dem Achim sein Geburtstag. Ach, genau, Achim, herzlichen Glückwunsch. Achim, Prost. Und 2-3, oder? Ja, so stehen wir dann hier. Am Campingplatz, wie sie es genannt hat. Da drüben ist dann die Meisterschaft. Hier unser kleiner Wohnwagen. Dort gab es gestern ja eine große Party mit Klaus, Sizzle Brothers. 0815 war nicht dabei, nein. Der Daniel von Red Style Cooking und der Rolf von Münsterland, Westmünsterland Barbecue. Schaut mal, das ist unser Ausblick hier. Sieht man wahrscheinlich nicht viel wegen der Sonne. Der Morgen danach, also der erste Tag der Meisterschaft, der Samstag. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen ums Gelände, schauen wir mal, ob die jungen Menschen hier alle schon aus ihren Betten gekrochen sind und schon am Arbeiten sind. Ja, morgen danach, gell, hier bei den Zugrosten, die schauen alle ziemlich derangiert aus. Ich finde, der einzige, der gut ausschaut, für mich, oder? Das ist nicht bestätigt worden, ich muss jetzt mit den Herren nochmal diskutieren und dann melden wir uns nochmal. Bierchief, morgen. Schau scheiße aus. So ist es auch. Ich schau auch scheiße aus. Ich bin noch ferngesteuert. Ja? Von gestern, ja. Wisst ihr, was hast du? Restalkohol? Ich dürfte nicht fahren, glaube ich. Zu wenig. Ja. Zu wenig. Zu wenig. Oder so, genau. Nee, also wir haben gestern also unter Zeugen Tee getrunken. Ja. Ja. Der war lecker, der Tee. Die auch, ja. Ja. Wir haben alle Tee getrunken. Wir haben alle Tee getrunken. Ja. Mit Kräuter. Schau mal. Seitdem wird das Ding nicht mehr gebaut. Ja. Das Ding ist ein totaler Star. Ja, vor allem mit dem Bildschirm, halt, dass man das selber sieht, was man da tut. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, wir lassen mal was sagen. Darf ich auch mal was sagen? Schaut, wer da ist. Dr. Dopf.
Hallo? Ich bin Christian. Mach nochmal. Also, hallo? Ich bin Christian. Nein. Mach nochmal von vorne. Also, nochmal von vorne. Schnitt. Ja. Jetzt. Hallo, ich bin Christian. Nein, jetzt. Hallo, schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wollt ihr wissen, was wir trinken? Kommt mit. Also, der Christian Grütholz, verlinke ich euch. Schaut mal vorbei. Das ist der Dr. Topf, Professor, Dr. Professor Topf. Oh Mann, oh Mann. Was, deine Frau? Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, genau. Also, schaut es vorbei. Schaut es euch hier. Hier, sag mal hallo, hier. Hallo, hier. Sehr gut. Die lernen das alle noch. Ja, vorher schon. Nach wie vor machen wir hier, was sagt man, Freundes- und Zuschauerbetreuung. Genau. Der Norman, Gott sei Dank der Schmidt, weil der hat einen Norman-Freund, der heißt, wie heißt der? Brzezinski. Brzezinski. Das spricht man nach zwei, drei Maß immer besser aus, ja. Brzezinski. Ein guter Bekannter sitzt da drüben, schaut mal. Das ist der Malte, sag mal hallo Malte. Hallo Malte. Sehr gut. Da brauchen wir noch drei Konter, halbe, da sogar noch mehr sein. Und dann haben wir hier noch, Name? Ralf Schöning. Ralf Schöning, genau. Der sitzt da, da bist du überhaupt. Nee. Das ist ziemlich drauf. Skandal. Skandal. Wir holen eins. Schaut, wer da ist, der Grilljack. Richtig. Und der Peter wollte sein Bier nicht mit einer Bulldose aufmachen. Nein, nein, nein. Ich verstehe gar nicht, warum. Was eigentlich fehlt, ist die Stimme auf dem Off von deinem Schatzi. Ja. Sag was. Sag was oder wir zeigen dich. Komm. Ist im Streik, ist auch wurscht. So, jetzt haben wir es Nachmittag und wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal ein bisschen durch die Teams durch. Also nicht durch die Teams durch, sondern durch den Bereich der Teams. Hier drüben kommen merkwürdige Menschen, die ich aber sehr liebe. Da ist der Peter. Ah, da ist der Tobi. Das ist ein wirklich sehr, sehr großes Familientreffen. Was, schaut du da rein und ich schau da rein? Okay, machen wir das so. Das ist ein sehr, sehr großes Familientreffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und mein großer Bruder. Oder? Jetzt wechseln wir die Blicke. Jetzt wechseln wir die Blicke. Ich schau dir jetzt an die Kamera. Und du kriegst jetzt mit, oder? Wir gehen nachher mit, also wir bringen jetzt noch was ins Auto und dann. Ja, ja, ja. Das ist ein schönes, leckeres Container. Oder Negativ. Oder THC. Und dann lassen wir die Drohne noch fliegen. Geil! Ja, klar. Geil. Dann lassen wir sie gleich noch fliegen. Hier ist ein halber Sissel, Bruder, und. Geh runter. Tschüss. Wir gehen in den Keller. Gehst du auch runter? Warte. Also, die sind auch. Was trinkst du, Mineralwasser? Oh, wie schön. Das ist Mineralwasser. Konga, sag Konga. Das macht auch nach. Fritz an, blind. Ach, du ist dein Onkel? Nein, aber ein Bier haben ist besser als kein Bier haben. Aber ein leeres Bier haben ist ungefähr genauso. Ja, okay. Das ist nicht optimal gelaufen. Chinlos ist es. Chinlos. Chinlos. Verwendet. Was geht, wenn es so warm ist? Und Zauber da drauf und dann da. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Jetzt haben wir hier eins weitergezogen, weil ihr habt ja viel mehr Bier als die da drüben. So sieht das immer aus. Immer, immer. Detlef K, Jan B, K. B, Buse, Buse, Bus. B, B, B ist komplett richtig. Ja, mit dem Bus. Raphael, Henner. Kann man, kann man das ausschneiden? Nee. Du weißt ja mal, in Köln seid Trockenfelskiosk. Wegen Bierzirke da hinten. Den haben wir da hinten. Lecker Bier und lecker Futter. Felix, die haben alle Namen, das ist so schön. Namensschilder sind wirklich gut. Und da sind wir unseren Eltern noch echt dankbar für, dass sie uns Namen gegeben haben. Das war. Bist du froh, dass sie nicht alle Kevin oder das ist der Janni? Chantal. Felix. Chantal. Hi. Also hier gibt's. Das, da ist halt das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, gell? 2014. Ja. Aber trinken wir trinken. Prost. Prost. Ja. Bitte. Das ist richtig. Das ist aber nicht das mit dem Whisky, oder? Nein.
werde schon eins mit Whisky trinken müssen. Letzter Tag, oder? Was haben wir heute? Sonntag. Sonntag. Und ich darf jetzt halt auch mal grillen. Den Zug. Die jungen Männer, seid ihr hier von Dirty Harry heute da, oder? Dirty Harry Uncle Crowd. Dirty Uncle Crowd sind hier. Gewürzmissionare. Oh, Gewürzmissionare. So ist das. Heute brauchst du aber so einen Kragen mit so einem weißen. Leute, also das sind heilige Männer, die da sitzen. Der Malte kämpft wie immer mit seinem Stuhl. Ja, ist ja nicht mehr meiner. Ja, aber du hast du schon einen aufgearbeitet. Malte ist ein Bruder im Geiste. Ich habe beim Dirty Harry auf seinem Messienstuhl aufgearbeitet. Und Malte hat ganz stolz erzählt, dass er einen 60 Jahre alten Stuhl von seinem Opa hatte. Hatte. In dem Moment noch hat. Dann hat er sich reingesetzt. Dann hatte. Frühmorgen, oder? Sehr früh. Du hast einen Kaffee, den hat meine Frau gemacht. Ich habe keinen. Haben wir noch einen? Ja, 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 genau. Dann nehme ich mir jetzt auch noch einen. Schatz, der Malte ist auch da. Hallo, sag mal Malte. Hallo, Malte. Hallo, Malte. So, der Rolf grillt jetzt hier. Darf ich schon verraten? Ja, bist du gesehen? Schaut mal. Das sind nur die Reste. Das sind praktisch die Nicht-Burnt-Ends. Na, das sind quasi die Reste von dem, was ich gleich mache. Achso, also wir kriegen die Reste. Ihr kriegt die Reste. Das sind aber auch nichts. Nein, das hat mit Respekt zu tun. Durch den Kaffee her. Kann man so sagen. So, also. Alles für den Gast. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Na, meine Jungs? Ja, das sind schöne Männer, oder? Schauen wir mal rein. Unglaublich schön. Da haben wir einen, der ist nicht ganz so schön. Grüß dich. Moin. Du bist da? Ich bin der Timo. Der Timo, macht diese Rollschleife. Wir machen Rollschleife, genau. Hall 1993. Wie viel? Hall 1993. Preisen wir. Das ist der Preis. Kannst du auch zahlen. 1993. Eigentlich ist er ja unbezahlbar, aber heute ja. 119. Wer bist das du? Sag dir nicht das. Servus, bin der Marco von Roy King. Grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind noch, sagen wir mal. Bis 18 Uhr ja. Wird hier flott gegrillt. Wir saßen in der Konstellation und jetzt seid ihr wieder da. Das ist immer noch. Wie geht's euch, ihr Lieben? Das war so ein schöner Morgen. Ja? Der hat so gut angefangen. Moin. So, gehen wir mal Klaus knuddeln. Knuddel. Warte! Das ist der Klaus von hinten. Der hat immer so ein schönes T-Shirt an. Er hat eine große Kiste voll mit T-Shirts. Ja, aber bis die Leute sehen, ist schon vorbei. Aber ihr könnt es bestellen. Wo? Klaus-grill.de. Dreh dich mal um, das steht doch da, oder? Ja. Rick, halt hin. Okay, drückt jetzt auf Pause, dann könnt ihr es abschreiben. Guten Morgen. Ein wunderschönen guten Morgen. Hast du meine Frau geschlagen? Ja. Die schlagt meine Frau. Ja. Nein. Hat's wehgetan? Nein. Dann muss ich es nicht mal probieren. Oh. Der Jörn grillt bei. Der Jörn grillt jetzt? Nein. Der Jörn ist einfach nur da. Party. Jörn und Minimi. Minimi. Genau. Den haben wir uns kurz gemacht. Minimi heißt. Minimi. Also, wir wünschen allen viel Vergnügen. Hallo. Also, wir waren gerade in der Kirche. Also, liebe Frau vom Rolf, wir waren gerade in wenn der Kirche, du dieses Band erhältst, dann hast du gleich einen Termin beim Scheidungsamt. Das halte ich für ein Gerücht. Wir waren gerade ganz anständig in der Kirche. Heute gibt es nur Mineralwasser und Fleisch. Es wird vegan gegrillt. Ja, und er hatte genau deine mal, Größe. Liebe Kinder, Schatz, meine liebe Kinder, das ist Gemüse. Wenn man das anfasst, muss man Handschuhe tragen. Ja. Was machst du denn Schönes? Wir machen heute Filet Mignon. Wir? Nee, du. Ich quasi, genau. Pluralis Majestatis. Ja. Oh, endlich schöne Männer. Genau. Endlich Männer mit Format, oder? Ja, so ist sorry, Jungs, eins so. Aber so. Das ist ja super. Hat so leichte Schärfe. Ah!
Das kommt überall drauf, auch aufs Brett. Ich will nicht, dass dein Filet nachher nach Hühnchen schmeckt. Ich stehe hier bei Bröcking auf der Meisterschaft, ja klar, so die 100 Meisterschaft. Auf meine Hühnerflügel da drin, schaut mal, im 95er, schön aufgespießt auf dem Gourmet-Fischgriller. Winter bei, da so um die 200 Grad heute. Aber der Baron, nee, der Regal 95, der macht eine Hitze. Und es ist so schön, wie man dann zuvor am heißen Grillstück hat. 35 Grad Außentemperatur. Ein ganz besonderes Vergnügen. Ja, danke, ja. Ich habe gerade das Huhu! Wir sind schon mal bewegt. Sag mal, hallo Daniel. Mach schon mal, ich komme vom Rand des Grillstücks. Ja. Brauchst du noch? Oder bist du schon? Wenn du mich so fragst. Nee, das reicht. Ich mach so. Ich bringe das jetzt in den Kühlwagen und hole uns das Frosch. Und hier gleich ist eben meine China-Fliege. Kein Fall. Amazon. Braucht mir so eine spezielle Hühnerzange. Und wo hast du das her? Das sage ich dir dann. So, schneiden wir mal ein paar auf. Sind die Hände noch gewaschen? Da sollte es unbedingt so ein Bier dazu nehmen. Der mag Hühner. Pappen. Hühnerflügel müssen kleben, genauso wie Sperrfisch. Bist du der Nächste? Auf, auf! Ja. So, jetzt habe ich ein ganz besonderes Vergnügen. Zum einen habe ich den Martin Leiser da. Wir haben uns heute mal wieder gesehen. Soll ich das verlinken? Das wäre nett. Dann verlinke ich das. Eigentlich ist er unvollständig, weil die Mona nicht dabei ist. Mona, ich vermisse dich. Aber der Martin vertritt dich gut. Wir dürfen jetzt essen, meine Kamerafrau und ich. Wir sind eingeteilt, zwangsweise. Was müssen wir essen? Schweinebauch. Mit Beilage. Bei Ahrtal Barbecue. Und ich habe noch nie, also ich wollte sagen, ich habe noch nie Schweinebauch gegessen, ich habe noch nie Schweinebauch bei Ahrtal Barbecue gegessen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Ich hatte vorhin schon einen sehr leckeren Wurstbach beim Ford Barbecue. Gibt's da auch Getränke dazu? Wasser. Ah, das ist scheiße. Ja, dass wir es bei den Ahrtal-Griller essen, die sind hier am See, heißt nicht, dass die anderen eine fantastische Sache machen. Ich zeige euch mal ein paar Tellerbilder, so ein paar Eindrücke von den Teams und so weiter. Weil es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Sieht aber nur geil aus. Da haben wir es auch wieder. Es geht euer Klinge nicht. Und? Zufrieden mit dir? Okay. Das ist ja hier bei Ahrtal Barbecue, oder? Ja. Und Harren der Dinge. Das erste Mal, dass ich mitessen darf. Du auch, ja? Großartig. Schauen wir mal, was kommt.
paar Pfifferlinge dazu. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Dankeschön. Super, danke. Jetzt haben wir Vollfutter und haben es hinter uns gebracht, das Schweinchen. Es war großartig. Und du bist der? Christian. Der Christian von Ahrtal. Warst du der Teamchef? Ich war Fleischverantwortlicher für den Schweinebauch. Was bist du Fleischverantwortlicher? Ich war der Fleischverantwortliche. Ich war für den Schweinebauch zuständig. Also ich glaube, die Jungs sind ziemlich weit vorne. So ein idealer Schweinebauch mit einer tollen Salsa. Und auch der Döppchen-Koche, habe ich das richtig ausgesprochen? Dippe-Koche. Ja, wurscht. Der war auch gut. Bitte, bitte. Freut mich, danke. Oh, ich bin bei dir zu groß. Grüß dich, bitte. Grüß dich. Achim. Genau, ja, wir werden das schon. Ich schaue jetzt hinter der Säule vor. Oh, die haben einen Holzfass Augustiner, gell? Wir haben Holzfass Augustiner, stilechten Dinkelacker, Kurz und VfB. Ah, da gibt es schon schönere Gregler. Moment mal. Nein. Wir sind mitten im Wettbewerb. Ich durfte kurz reinschauen. Ansonsten will ich die Jungs gar nicht lang stören. Aber, oh, Augustiner, Holzfass. Altperlachkrug, den muss ich aber abgeben, den gebe ich nicht mehr. Also den nehme ich nicht mehr mit. Göttlich. Ja, alles geht zu Ende. Ja. Ach, die Wurst mal zwei. Genau. Der Malte, mein einziger Freund Malte. Mein Lieblingshamburger. Ja, genau. Es war wenn du einen Käse auf dem Kopf hast, ist ein Cheeseburger. Genau. Es war ein wunderschönes Wochenende. Gar keine Ahnung, ob man es sieht, weil wir gegen die Sonne schauen. Keine Ahnung. Ah, jetzt. Jetzt habe ich genau die Kamera. blöd. Also, es geht leider nach Hause für dich, für uns. Ja. Der Wohnwagen steht hier schon neben Malte bereit. Und ja, also auf nach Hause. Genau. Und hab ich noch das Getränk. Also auch auf einem Roadtrip kann man mit einem schönen Getränk beenden. Wir haben hier ein Köstritzer Schwarzbier. Dann haben wir uns bei den Wiesel hier bei Bertolt schnort. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls du siehst, Daumen hoch, netter Kommentar wäre super. Abonnieren könntest du da unten und ansonsten hat das gute Pfirzeich. Jetzt ab, Prost!